kommunalen Unternehmen sind gut für die Corona-Krise gewappnet. Sie sind gut gewappnet, weil sie A, die Situation vor Ort sehr, sehr gut kennen und weil sie im Weiteren natürlich auf Belastungssituationen auch vorbereitet sind. Schon länger gehört das, was wir als kommunale Daseinsvorsorge kennen, auch zur kritischen Infrastruktur. Und in den letzten Jahren wurde gerade diese kritische Infrastruktur immer sicherer gemacht, auch für Angriffe von außen. Da wurde zwar nicht an eine Virus- und nicht an eine Pandemiesituation gedacht, aber natürlich darum, wie schützt man empfindliche technische Einrichtungen und wie schützt man die Menschen, die sie steuern und bedienen müssen. Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kritische Infrastruktur gibt es viele Maßnahmen. Das beginnt mit den ganz allgemeinen Vorschriften, die wir alle kennen und inzwischen beachten, wenn es um Hygiene geht, um Distanzhalten geht. Aber das geht natürlich noch viel, viel weiter bei der kritischen Infrastruktur. Klare Regelungen über Zugangsbeschränkungen, klares Trennen von Teams, Bilden von Schichten, Trennen von Leitwarten und Leitstellen auf mehrere Stationen, auf mehrere Orte, sodass auch Redundanzen gebildet werden können. Oder dass, wenn tatsächlich der Fall einer Infektion in einem Team auftreten kann, natürlich nicht die gesamte Dienstleistung zusammenbricht, sondern andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Aufgabe wahrnehmen können. Das sind nur einige wenige Beispiele, wo kommunale Unternehmen ihre Verantwortung für das ihnen anvertraute Gut der Versorgung unterstreichen. Kommunale Unternehmen, da gehört es zur DNA dazu, dass sie für die Menschen vor Ort da sind und dass sie sich deshalb immer wieder bewusst machen, ihre Leistung, ihre Art, Daseinsvorsorge zu sichern, ist unverzichtbar. Das gilt in Krisenzeiten besonders, aber das gilt auch eigentlich immer. Und genau deswegen sind kommunale Unternehmen alle gut vorbereitet, auch in schwierigen Situationen Mann und Frau zu stehen und das, was wir zuverlässig kennen, Wasser, Strom, Elektrizität, Wärme, auch weiterhin für uns zu sichern.